Hallo, mein Name ist Dr. Annika Waldhauser. Ich bin Fachärztin für plastische Chirurgie und möchte mit euch heute über die Nachsorge nach einer Bauchdeckenstraffung reden. Für die Nachsorge nach einer Bauchdeckenstraffung ist es enorm wichtig, dass ihr eure Kompression tragt. Und zwar 24/7, das heißt rund um die Uhr. Ihr dürft die Kompression fürs Duschen ablegen. Duschen dürft ihr ab dem zweiten postoperativen Tag, wenn die Wundheilung soweit in Ordnung ist, wenn alles gut ist. Aber bitte nur kurz. Katzenwäsche unter den Armen, im Intimbereich und die Bauchdecke bitte soweit in Frieden lassen. Wenn da mal Wasser drüber läuft, ist es kein Problem, aber ihr solltet die Wunden nicht einweichen lassen. Nach der Bauchdeckenstraffung solltet ihr euch für möglichst 3 Monate komplett schonen. Das bedeutet nicht, dass ihr euch nicht bewegen dürft, es bedeutet aber, dass ihr jegliche Belastungen für die Bauchdecke vermeiden solltet. Das bedeutet, dass ihr mit sportlichen Betätigungen erst nach 3 Monaten wieder beginnt. Auch ein Saunabesuch sollte in den ersten 3 Monaten nicht unbedingt stattfinden, abgesehen davon, dass die Hitze auch sehr unangenehm für das operierte Areal sein kann. Ihr dürft natürlich und sollt auch euch bewegen. Ihr sollt kleine Spaziergänge machen, die jeden Tag auch ein bisschen größer werden können. Ihr solltet es aber nicht übertreiben. Und jeglicher Druck sollte von der Bauchdecke vermieden werden. Ja, das bedeutet, dass von den Oberschenkeln zum Rumpf immer ein Knick sein sollte. Auch wenn ihr lauft, solltet ihr etwas gebeugt laufen, so wie Quasimodo quasi. Damit die Bauchdecke und die Naht entspannt ist. Das heißt, dass keine Spannung, kein Zug auf die Narben kommt. Sobald Zug auf die Narben kommt, können die Narben breit und weit und unschön werden und das wollen wir natürlich nicht. Mit einer Narbenmassage könnt ihr nach frühestens 3 Wochen nach der Operation anfangen. Und zwar entweder mit einer speziellen Narbenpflege oder aber auch mit einer fetthaltigen Creme solltet ihr ganz vorsichtig in kreisenden Bewegungen und mit wenig Druck die Narben massieren, um die Narbenstränge in die Tiefe hin zu lösen. Das solltet ihr am Anfang nicht übertreiben, aber nach 4 bis 5 Wochen könnt ihr den Druck auch schon ein wenig intensivieren und die Narben noch intensiver pflegen, massieren und pflegen. Grundsätzlich gilt aber, wie bei jeder Operation, jeder Mensch ist individuell. Auch jeder Operateur ist individuell und die Nachsorge richtet sich nach eurem individuellen Fall. Also besprecht es mit eurem Operateur, was ihr wann wieder machen dürft. Wir beraten euch gerne und besprechen alles mit euch in einem individuellen Beratungsgespräch in der Praxisklinik am Rosengarten. Sollten nach der Operation oder vor der Operation irgendwelche Fragen auftauchen, ruft uns gerne an und wir besprechen das auch gerne mit euch am Telefon.